Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in mein Kalinkas Garten. Heute ist die Zeit, wo wir werden unser Kürbis ernten. Und diese riesige Ding habe ich dann aus dieser Ecke da rausgeholt. Das war das erste auf die Pflanze. Und dann liegen hier auch noch zwei. Die können noch mal eine Woche oder vielleicht etwas länger, schauen wir nach das Wetter, wie Wetter ist, liegen. Aber den werden wir jetzt wiegen und ich bin gespannt, wie viel Kilo wird dieser Kürbis wiegen. So, er ist jetzt auf dem Kopf, aber es sind die 17 Kilo 800 Gramm. Wahnsinn! Ein großes Ding, den werden wir jetzt schlachten. Und das wird, diese Kürbis wird für Kürbissuppe gemacht. Die werde ich aber aufteilen, auch für die Mitbewohner, in die Familie und selber. Und werden wir einen schönen, leckeren Kürbis machen. Nun, da habe ich mir schon geplant, dass ich werde für euch auch ein leckeres Rezept erstellen und Video dafür machen. Seid ihr gespannt, was für so ein Kürbissuppe wird das? Aus die zwei habe ich geplant, dass ein, diese größere wahrscheinlich, werde ich für Saft und Kürbissuppe für Winter einkochen. Und die dritte, ja, das werden wir dann überlegen. Ob ich ihn vielleicht für Halloween rausschneiden oder vielleicht bekomme ich einen Abnehmer. So, jetzt geht es an die Arbeit und wir werden unsere Kürbis jetzt schlachten. Probiere ich, ob ich das schaffe überhaupt oder muss mal Axt nehmen. Nee, es geht gut rein. Es geht wirklich sehr gut. So, jetzt schauen wir in seine Innere aus und da. Wow, sieht wie ein Honigmelone. Das wird eine leckere Suppe. Schaut, was für so ein Kürbisfleisch hier. Jeder bekommt so ein Stückchen, reicht für einmal Suppe kochen. So, liebe Freunde, ich hatte dieses Jahr wirklich eine super Ernte von dem Kürbis. So, den Kürbis habe ich einigermaßen aufgeteilt. So habe ich verpackt und schon in die Tasche gepackt. Das kommt zu meinen Hausbewohner, die werden bestimmt das auch gerne nehmen. Und den Rest geht dann auch nach Hause, gibt es dann auch Suppe und werde anfrieren für Winter. Und ich habe auch schon Kerne rausgenommen. Die Kerne habe ich nur von dieser Trennwinde abgemacht, abgerissen. Und zu Hause werde ich die richtig schön unter fließendem Wasser abwaschen. Dann lege ich die auf den Blech und zwei Tage erstmal trockne ich sie, vortrockne sozusagen. Und dann mache ich sie im Backofen oder im Dürrgerät. Es kommt darauf, was bei mir wird an. Wenn ich gerade vielleicht gebacken habe, dann kommt es dann in den Backofen und wird erstmal trocknen. Nun dann im Winter kann man schön knacken von dem Fernsehen schauen und Kürbiskerne knacken, sind die auch sehr, sehr gesund. Und jetzt zeige ich euch was bisschen von meinem Garten, wie jetzt unser Garten aussieht. Mittlerweile machen wir schon ein Beet nach dem anderen winterfest. So, schon einer fertig, sauber gemacht, von Unkraut befreit, umgegraben. Die Erdbeeren wurden nochmal abgeschnitten, bisschen dünner gemacht und noch frische Erde von Komposter durchgesiebt dazu gegeben. Die Tomaten heute habe ich alle rausgenommen. Es könnte man vielleicht lassen zu stehen, aber es gibt keinen Sinn, wenn man muss über eine halbe Stunde zum Garten fahren und dann kommen wir nicht jeden Tag und das kann passieren über Nacht. Schon die braunen Fäule und dann ist alles kaputt. Gibt es keinen Sinn. So, und rote Beete steht noch. Ich habe schon einen Teil rausgenommen und eingekocht und was noch ein bisschen auch aufgeteilt, ein bisschen verschenkt. Aber ich habe noch was und lasse natürlich auch ein bisschen im Sand liegen, dass ich über Winter auch eine frische rote Beete habe. Hier habe ich noch ein bisschen Rucola-Salat, steht wunderbar gut. Paradieschen auch stehen, die Radieschen im Herbst
sind immer besser als im Frühjahr. Den Salat steht auch gut, Eisbergsalat und Kopfsalat. Da hinten stehen die Brokkolipflanze. Mal schauen, ob da was noch kommt. Und hinten auch schon den Beet von Kartoffeln, auch fertig. Die Komposterde, was wir da durchgesiebt haben, noch hier am Anfang. Dann können wir immer verteilen, wo wir die brauchen. Meine Tagetes dieses Jahr, das ist ein Wahnsinn. Ich bewundere selber meine Tagetes, ist ja so wunderschön. Teilweise haben die sich selber angesät und kommen immer neue Pflänzchen dazu. Ist ja Wahnsinn, aber ich ziehe immer so viel vor und dann Schnecken haben keine Chance mehr, alles wegzufressen. So sieht unser Garten jetzt. Es wird herbstlich. Unser Hochbeet haben wir neu aufgefrischt, neu aufgefüllt und über Winter wird das auch noch absetzen und dann wird im Frühjahr dann natürlich dann Erde draufgepackt und dann wird wieder neue was angepflanzt. So, Rhabarber steht aber prächtig auch, kann man sagen, fast wie im Frühjahr könnte man ernten, aber in dieser Zeit erntet man Rhabarber nicht und lässt lieber stehen und für die Pflanze ist es auch gut. So, das ist unsere Blumenallee. Die fette Henne steht sehr schön. Es ist wunderschön. Heute ist nicht so sonnig, nicht so warm. Es lässt sich gut arbeiten im Garten. Und meine Versalis schenken mir auch wunderbare, leckere Früchte. Sehr lecker. Haben schon große Schüssel geerntet und Henne noch. Und ich glaube, wir werden noch viele ernten. Mmh, wunderbar. Dahlien, langsam muss man die rausnehmen, aber die blühen und blühen und blühen. Und schaut, die sind so wunderschön, wie ein kleines Kugelchen. Echt sehr, sehr hübsch. So, liebe Freunde, das war ein kurzer Rundgang durch meinen Garten. Und ich weiß nicht, ob dieses Jahr mache ich noch was hier oder Video mache. Ich glaube nicht. Wir sehen uns dann bestimmt im Frühling in meinem Garten. Ich wünsche euch alles Gute, liebe Freunde. Viel Spaß in eurem Garten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!